Hallo, freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und natürlich ganz besonders, dass du hier wieder mit dabei bist und mich unterstützt hier bei Pioneers of Pagonia. Ja, wir haben in der letzten Folge festgestellt, der mysteriöse Ort ist jetzt zugänglich und die verschiedenen Orte brauchen verschiedene Materialien, verschiedene Dinge, mit denen sie versorgt werden. Möchten dieser Ort beispielsweise hier, genau, fängt schon wieder gut an, benötigt Pilze, gar nicht mal wenige, und die soll er kriegen. Ich mach das mal so hier, zack, bum, bum, da dran, so also möglichst wenig Platz hier so verbraten, und dann sollte das klappen. So. Das war die Geschichte mit den Steinpilzen. Da sind direkt schon 12 unterwegs. Sehr cool. Ja, die andere Geschichte, da brauchen wir einen Handelsposten für. Denke ich mal. Und wir werden wohl hier mit diesen Leuten, genau, da ist das Handelszentrum. Die benötigen, glaube ich, die Fackeln. Wenn ich nicht ganz falsch bin in meiner Überlegung. Mein, das wäre so. Ich kann aber noch mal ganz kurz gucken, wie sieht es denn hier aus? Wir haben hier noch einen weiteren Ort, der benötigt auf jeden Fall Steinpilze. Kann natürlich auch sein, dass die Fackeln hier gebraucht wurden. Okay, dann war's diese Geschichte. Da haben wir aber noch, oha, einen weiten, weiten Weg vor uns. Ja, da werde ich mit einem Wachturm nicht hinreichen. Das wird nichts werden, glaube ich. Was ich vollkommen immer vergesse bei diesem Spiel, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, sehr zu meinem eigenen Ärger. Rüstungsschmiede ist fertig. Waffenschmiede hat auch erstmal nichts zu tun. Könnte mir. Ja, jetzt habe ich mich wieder selber unterbrochen. Erfolgreich. Was ich immer vernachlässige und was wahrscheinlich vollkommen tödlich ist, letzten Endes. Wo ist er denn jetzt? Wir haben hier diesen Entdeckerposten. Und ich vergesse immer, die Entdecker loszuschicken. Also hier entsprechend den Fokuspunkt anderenorts zu positionieren. Ich meine, ein oder zweimal haben wir das gemacht. Aber mehr auch nicht. Und das ist nicht so gut, glaube ich. Denke ich mir mal. Ist natürlich die Frage, wo setze ich das Ding jetzt am schlechtesten hin? Ich würde es einmal hier so. Oh, das geht gar nicht. Dann hier so versuchen. Mal gucken, was dabei rumkommt. Was ist los? Heiterkeitsausbruch während der Arbeit. So, okay. Ja. Sehr cool. Also da sind immer noch die Steinpilze sind aber noch unterwegs. Ich hoffe, ich habe genügend eigene Steinpilze, die ich, ne, also ich hier pflücken kann, um die Leute zu versorgen. Moment, wie war das jetzt nochmal gleich? Artefakt, ja, das ist auch noch so ein anderer Punkt. Genau. Liefere das geforderte Artefakt von einem Handelsposten aus zur angeforderten Fraktion. Angeforderte Fraktion? Also ich muss auf jeden Fall einen Handelsposten bauen, früher oder später. Da brauche ich nur entsprechende Transportwege für. Da ist es das Gleiche. Also da brauche ich keine Handelsposten oder so für, aber hier mit diesen singenden Klingen. Das kann natürlich lustig werden. Das ist die Frage. Ist dann dieser Ort dann hier? Also, ne, die haben hier auch selber ein Handelszentrum. Wollen die die Klamotten dann haben? Dann würde ich Handelsposten.
erlaubt, deinen Handelsträgern Waren zu an anderen Dörfern zu liefern oder von dort zu erhalten. Die brauchen dann Werkstein dafür und Nadelholzbalken. Daran soll es nicht scheitern. Was haben wir hier? Ein Handelslager. Unterkunft von Handelnden, die hierher kommen, wenn sie auf eine neue Aufgabe warten. Schatzkammer. Okay. Moment mal. Schatzkammer war das. Ah ja. Okay. Wo ist das Handelszentrum? Ist da. Also das versuchen, das alles hier zu etablieren, entsprechend zu bauen, ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Insofern ist die Geschichte hier mit dem der Holzfällerhütte doppelt wertvoll. Wenn ich die hier weg habe, hier vielleicht auch noch irgendwie das Nadelholz-Dings wegbekomme. Dann könnte ich hingehen, die Holzfällerhütte hier irgendwie hinzubauen, damit ich hier das irgendwie auch noch alles wegkriege. Oder zumindest einen großen Teil davon, um entsprechendes Bauland zu haben. Ich muss allerdings darauf achten, die Grenze ist hier ja durchaus gegeben. Genau, da ist der Grenzverlauf. So in etwa. Aber bis daran, also bis hierhin so, die Sachen wegzuholzen, das sollte gehen. Beziehungsweise vielleicht kann ich die Holzfällerhütte auch da stehen lassen und ich verlagere einfach nur hier, ne, ihr wisst schon, diesen Fokuspunkt in der Hoffnung, dass das funktioniert. Ansonsten muss ich die verlagern, wenn es nicht anders geht. Ich mag diese Blumenwiesen. Das sieht einfach toll aus. Da sind wieder die Schmetterlinge. Ja, das Spiel hat schon so seine Reize. So, oh ja, genau. Ne, der erste Handelsposten, der schon so gut wie versorgt. Das ist cool. Und das mit den Artefakten, ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen die Frage. Ne? Fange ich da jetzt schon an? Und vor allen Dingen, das sind noch weite Wege. Ach, herrje. Gar nicht dran gedacht. Kupfervorkommen wurde entdeckt. Okay, das sind hier die Leute, die ich losgeschickt habe. Also alle interessanten Orte entdeckt. Ja, das ist schon klar. Und das ist das mit dem Handelszentrum. Ja, ja. Okay. Moment. Und da bin ich schon so halbwegs in die richtige Richtung. Ach, da vorne ist es. Da muss ich hin. So, folgender Plan. Die sind ja hier eifrig noch beschäftigt. Mit ihren Steinen da, mit diesen Grenzsteinen, die zu setzen. Dann würde ich so vorgehen, dass ich die jetzt erstmal so lange diese Tätigkeit durchführen lasse, bis hier auch dieses gelbe Fähnchen dann kommt und die sagen, nee, also wir sind hier am Ende unserer Möglichkeiten. Ich müsste mal ganz kurz was ausprobieren. Jetzt aber erstmal speichern. So, das Ding hier bringt uns ja im Prinzip nichts mehr. Es bindet aber 10 Wachen, die hier rum existieren. Aus Sicherheitsüberlegungen, also wenn wir hier, ne, irgendwie Gefahr laufen würden, angegriffen zu werden oder so, wäre hier so ein Wachturm, ja, in der Nähe von dem Ort zu haben, keine schlechte Idee, mit entsprechenden Soldaten ausgerüstet und so weiter und so fort. Wäre das natürlich durchaus eine Sache, wo man sagen würde, ja, ne, geht und so. Aber die Situation haben wir hier nicht. Dann von daher würde ich es einfach mal versuchen,
Wir haben nur 16 Grenzsteine, die ich dann verliere, ne? Die sind sowieso weg, weil die nutzen die ja auch nicht mehr. Von da ist es also unerheblich. Wir reißen das einfach mal. Ich habe ja gespeichert. Wir reißen das Ding einfach mal weg. So. Jetzt sind die frei. Wir sind frei. Die würden sich jetzt hier in diesem Militärcamp dann entsprechend niederlassen. Gehe ich mal von aus. Und wenn die jetzt da irgendwann fertig sind, dann könnte ich dann halt, sobald die entsprechenden Grenzen vorhanden sind, ne, also bis hierhin und nicht weiter, einen weiteren Wachturm hinsetzen, vielleicht auch zwei. Ich habe ja dann da noch einen weiteren Wachturm, der dann irgendwann mal nicht mehr benötigt wird, um letzten Endes hier zu diesem mysteriösen Ort vorzudringen. Ja, das ist ja sehr weit vom Schuss. Und den muss ich anbinden, damit er auch versorgt werden kann. Hier in dem Fall waren es, glaube ich, die Fackeln, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und dann haben wir hier den anderen Ort, der ebenfalls noch Steinpilze benötigt. Und hier würde ich ähnlich vorgehen wollen. Auch hier würde ich erstmal, ne, erstmal die sollen erstmal die Grenzsteine setzen, soweit wie sie können. Und wenn der Wachturm dann irgendwann sagt, irgendwie so, so wirklich gebraucht werde ich nicht mehr. Ich habe hier alles, oder wir, ne, die Soldaten hier, die Wachen haben hier alles gemacht, was sie können. Dann müsste hier doch noch ein anderer existieren, ein weiterer Wachturm. Wenn ich nicht ganz falsch liege. Vielleicht vertue ich mich auch gerade. Da, da ist er. Dieses Teil hier. Ja, und dann könnte man den dann auch niederreißen und dann halt zusehen, dass man dann da entsprechend ein oder zwei weitere Wachtürme da so in die entsprechenden Grenzen bekommt. Das wäre so der Plan. Ich glaube, das mache ich so. So, Werkzeugschmiede. So, bringen. Ah ja. Wasser kann so toll sein, wenn die Kehle ausgetrocknet ist vom Reden und so. Jo. Cool. Wie weit sind die mit dem Holz? Oh, hier haben sie schon häufig abgeholzt. Das sieht cool aus. Wo habe ich den Fokuspunkt? Aha, das funktioniert also schon. Ah, cool zu wissen. Nett. Dann setze ich den Fokuspunkt jetzt mal hier so hin. Oder besser vielleicht sogar hier so hin. So. Dann können sie sich darum bemühen. Wie sieht es mit dem Lager aus? Da geht noch ein bisschen was. Und die selber, da ist alles leer. Okay, sehr schön. Das heißt, ne, wir bringen die Sachen hier rein. Wir gucken uns das mal ganz kurz an. Die liefern das da rein. Da haben sie zwei weitere Laubholzstämme gebracht. Und da kommt sofort der Träger anmarschiert und die Trägerin. Und schleppt das ins Lager. Ja, so war es auch gedacht. Sehr gut, das funktioniert prima. Sehr cool. Geht wie am Schnürchen. So, und wenn die hier, also wenn das Lager auf 64 Einheiten gekommen ist, ne, dann ist hier Ende Gelände. Dann müsste ich ein weiteres Lager bauen. Wenn denn hier, ne, entsprechend noch Holz vorhanden ist, also noch Bäume vorhanden sind, die eingelagert werden müssen. Momentchen mal eben. Wo? Jo. Das geht ganz gut. Ja, Handelszentrum. Ausbildung. Handelsposten, Handelslager, Schatzkammer, Handelsposten, nicht Handelszentrum. Wir benötigen Werkstein und Nadelholzbalken. Okay. Würde ich sogar schon hier hinkriegen. Okay, Moment. Ich könnte natürlich hingehen und sagen, ich hol's hier das auch noch weg, aber es sieht so aus,
Es sieht so aus, als wenn ich mir das sparen könnte. Da haben wir einen Weg. Oh, Moment. Augenblick. Spät gesehen. Warte. Dann würde ich das sogar ein bisschen anders machen. Nee, das war schon richtig. So nah ran wie hier möglich. Und dann hier so einen Weg hin, geht das? Das scheitert dann irgendwie an den letzten paar Zentimeter oder so. Darf wohl nicht wahr sein. Da geht natürlich nichts, aber hier würde es gehen. Ja, das heißt. Okay, dann habe ich auch wenigstens hier ne, den Bereich, den man fürs Bauen eventuell noch benutzen könnte. Man weiß es nicht. Ne, den nicht verbraten durch den Weg. Darum ging es mir jetzt. Und ich sehe hier schon häufig die Bäume fällen. Fallen. Gefällt werden sie. Und sie fallen. Was sie so machen sollen. Cool, das läuft. Das lübt. Wie sieht es hier aus? Der ist voll. Okay, und da habe ich. Ja, komm, was soll der Geiz? Ich würde sagen. Wenn das vom Platz her reicht. Nandos Konzentration. Dann würde ich hier ein weiteres Lager hinsetzen. Moment, geht das mal so ein bisschen, kriegen wir so ein bisschen gedreht. So, jo. So. Holz. Ich bleibe da mal, ich gehe da mal auf alles. Dann sollen die hier sowohl Laub als auch Nadelholz entsprechend da reinkloppen. Und genau, ich nehme die dann natürlich mit dazu. Sind die hier nämlich fast fertig. Sprech dich doch aus, Nandos. Krieg die Zähne aufeinander. Das hilft. Und ich muss so nuscheln. Ja. Das sieht schon mal nicht verkehrt aus. Sehr cool. Da ich hier die Schmelzhütte habe und die eifrig dabei sind, Silberbarren herzustellen, genau. Könnte ich jetzt auch hingehen und die Minzprägerei da hinsetzen. Das sollte gehen. Und machen wir auch noch. Moment. Verarbeitung. Münzprägerei. Wow. Bitte was? Ja. Oh ja, ernst? Okay. Münzprägerei. So. Ja, gefällt mir nur so semi. Ich hätte den lieber hier etwas näher dran gehabt, aber geht's nicht. Aus irgendwelchen Gründen. Aber wir haben sie jetzt im Auftrag gegeben. Das ist das Entscheidende. Dann haben wir das Ding auch jetzt soweit schon mal klar. Versorgung Außenposten 12. Steinpilze sind geliefert. Ach, Moment. Ein Augenblick. Wollen die insgesamt 24 haben? Das heißt also pro mysteriöser Ort 12 Steinpilze? Ah, das würde schon irgendwie auch Sinn machen.
der anderen Seite braucht dieser kuriose Bazar dann aber 28 Fackeln. Naja, egal. Wem das auch letzten Endes sein mag, aber es könnte durchaus sein, dass die sich das teilen. Also, dass jeder 12 haben will. Also mit dem Bauen sind die ja echt wirklich fix. Also da bin ich jedes Mal erstaunt. Ein Augenblick mal. Das kann man ganz schnell klären, indem man einfach mal hier 12 von 12. Tatsächlich. Also der ist hier versorgt. Das hätten wir schon mal geschafft. Cool. So, das wird nicht angezeigt. Ach hier, 50%. Okay. Das ist immer noch. Weil diese eine Aufgabe hier ja noch nicht abgeschlossen ist, nur zur Hälfte. Ja, das ist mal gut zu wissen. So, die Handelsgeschichte hier läuft. Wir haben den Handelsposten fertig. Münzbriegerei ist im Bau. Da wird noch eifrig am Untergrund gearbeitet. Da werden wir uns dann wohl in der nächsten... Oh, wow. Das nenne ich mal eine radikale Geschichte hier. Ich glaube, das Lager hätte ich mir sparen können. Egal. Lager kann man nie genügend haben, glaube ich. Egal. So, oder zu viel haben. Somit. So rum. Ich sollte aufhören. Was ich jetzt auch tue. Ich brauche, glaube ich, dringend eine Pause oder so. Keine Ahnung. Ja, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Natürlich auch speziell von deiner Unterstützung hier. Immer schön zu wissen, dass ihr hier zuseht, dass ihr dabei seid und ich hier auf euch zählen kann. Vielen lieben Dank dafür. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.